Metern erreichst du das Ziel. Morgen, Freunde. Guten Morgen. Wir sind hier gerade am Parkplatz in Stützkow, oder? Stützkow angekommen. Das ist im Nordosten von Brandenburg und hier beginnt der Nationalpark Unteres Odertal. Und wir wollen hier eine Runde von rund 18 Kilometer machen. Unterwegs kommen, glaube ich, zwei Aussichtstürme. Und auf der Herfahrt haben wir vor rund 10 Minuten auch schon die ersten paar hundert Kraniche auf den Feldern gesehen. Also wird schon eine schöne Tour. Ja, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich mitkommen. Ich fürchte, das wird ein sehr langes Video. Wir sind jetzt gerade mal drei Minuten gelaufen und hier kommt der erste Aussichtspunkt. Müsste eigentlich die Oder sein. Und gleich danach kommt diese wunderschöne Treppe hier. Ich liebe ja sowas. Die Sonne scheint. Wird ein super Tag heute. Unten am Flussufer hört man ständig Kraniche, aber es ist wie verhext. Jedes Mal, wenn ich die Kamera anmache, sind die ruhig. Aber wir werden garantiert auch welche sehen. Also wie gesagt, auf der Herfahrt hatten wir schon ein paar hundert auf den Feldern gesehen. Ich habe vom Wald jetzt auch schon welche gesehen, aber da waren immer Bäume vor, dass ich nicht den Camcorder mit Zoom rausholen konnte. Hätte nicht viel gebracht. Aber ich hoffe, wir erwischen noch ein paar. Ansonsten bis jetzt wundervoll, ja. Fast nur Single Trails. Absolut naturbelassene Landschaft. Also einfach nur traumhaft. Oder was sagen Sie dazu, junge Frau? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sagt mein Frauchen. Ein herrlicher, wirklich langer Knüppelweg mit einer antiken Bank und ein süßes Flüsschen. Einfach traumhaft hier. Die Landschaft hat sich jetzt auch geändert. Vorhin war es ja so eine offene Landschaft. Jetzt haben wir einen schönen Mischwald mit sehr viel Buchen. Also ich muss sagen, diese knapp zwei Stunden, die wir von Spandau bisher gebraucht haben, haben sich gelohnt. Wie ich die Route rausgesucht hatte, vorgestern Abend war das, habe ich noch überlegt, ja, lohnt sich für ein paar Stunden laufen, so weit zu fahren. Aber es ist doch mal ganz anders wie direkt in Brandenburg um Berlin herum. Hier rechts kann man schön die Oder sehen oder die alte Oder oder was das ist. Könnt ihr sehen? Hier ist ein schöner Wald und uns ist seitdem wir unterwegs sind, wie lange sind wir unterwegs? Anderthalb Stunden? Ja. Und die für anderthalb Stunden nicht ein Mensch begegnet. Und das auf einem Sonntag bei bestem Wetter.
Also eigentlich perfekt. Hier kommt jetzt eine Erlebnispfad, der drauf ist auf der Tour. Aber der ist im Moment gesperrt, wie ich sehe. Weil es wird alles neu gemacht. Muss ja auch mal sein. Wahrscheinlich schon alles weggerottet, wie vorhin der Weg. Hier runter die Treppe auch neu. Da ganz hinten kann man überall irgendwelche frischen Hölzer sehen. Da komme ich vielleicht im Sommer noch mal her. Es ist wirklich wunderschön hier, aber nicht für unsere Tour. Wir haben uns wieder mal irgendwie verlaufen. Also laut Komoot waren wir auf dem richtigen Weg und auf einmal springt der Punkt, ja, unser Punkt nach, um 500 Meter fast. Und da hinten irgendwo muss es noch ein Weg sein. Jetzt können wir natürlich nicht einfach durch den Nationalpark querfeld einlaufen. Jetzt müssen wir bis auf den nächsten Rechtsweg warten, dass wir die eigentliche Tour wieder erreicht haben. Aber ich habe keine Ahnung, wie es passieren kann. Ich schaue rauf, da sehe ich noch, wo wir sind und auf einmal ist der Punkt woanders. Also der Weg müsste uns wieder auf unsere Tour führen. Aber hier haben wir erstmal einen schönen Pausenplatz gefunden. Jetzt werden wir erstmal Mittag machen. Zu essen gibt es übrigens nur ein paar Sandwich, Kaffee aus der Thermoskanne, was ich eigentlich nicht so mag. Und ein paar Würste, die müssen wir kalt essen, weil im Nationalpark können wir natürlich keinen Brenner hier anmachen. Finde ich sowas von albern, weil wenn ich jetzt hier so einen Gasbrenner habe, schade ich weder der Umwelt noch der Natur noch den Tieren noch sonst was. Aber so sind halt die deutschen Gesetze. Und ich werde jetzt hier keinen Brenner aufbauen und was warm machen und es über YouTube einstellen. Also erstmal das Ganze kalt. Mit Ketchup, versteht sich. Guten Appetit, mein Schatz. So, hier direkt an dem Gatter, wo angeblich Wiesen sein sollen, wir haben immer noch keine gefunden, ist ein ganz kleiner Trampelpfad und der müsste uns eigentlich wieder auf unsere richtige Tour bringen. Aber wie gesagt, wie das passieren konnte, keine Ahnung. Aber wir sind ja nicht verloren, wir waren nur woanders. Der Trampelpfad ist ein ganz klein bisschen breiter geworden und ist jetzt wieder unsere offizielle Tour. Haben wir wieder einen extra Kilometer gemacht. Aber da muss man bei Komoot ständig gucken. Und bis auf die Tatsache, dass die Wege hier freigeschnitten werden, scheint hier absolut nichts gemacht zu werden. Also ist wirklich alles Natur belassen. So, zur Abwechslung müssen wir mal ein klitzekleines Stück durch die Ortschaft. Hier direkt an der Oder, oder ich glaube Alte Oder heißt es hier oder so, blende ich euch jetzt ein. Auch die Name der Ortschaft weiß ich jetzt nicht. Da kommt aber bald eine Brücke, dann wechseln wir die Seite. Und gehen praktisch hier hinten lang wieder zurück. Auf geht's! So, hier ist jetzt die alte Oder oder was das auch immer ist. Und da hinten sieht man jetzt nochmal die Oder, die richtige. Das ist jetzt eigentlich eine Insel, wo wir lang laufen. Wohin zu sehen. Ich schaue mir jetzt mal alles auf die Karte an. Jetzt müssen wir zwar ein Stückchen auf so einen asphaltierten Deichweg, aber diesen Ausblick nimmt man auch den Asphalt in Kauf. In der Ortschaft eben sind auch ein paar Leute entgegengekommen bis zur Brücke. Und danach hat er übrigens erst zwei Begegnungen, den ganzen Tag über.
So, wir haben hier die Brücke zurück erreicht. Dann geht hier die Treppe hoch. Da oben ist der Aussichtspunkt, der erste, wo wir waren. Und da hinten irgendwo steht unser Auto. Aber wir werden jetzt erst noch einen Schlenker von, ich weiß nicht, von der ganz schönen Ecke nach links machen. Da kommt nicht noch ein Aussichtsturm und dann denselben Weg halt wieder zurück. Wir waren übrigens eine gute Stunde jetzt auf diesem Deich hier unterwegs. Aber da die Landschaft sehr schön war, hat den Asphalt nicht so gestört. Eben war übrigens ein Schild zum Beobachtungsturm 1,9 Kilometer. Und die müssen wir natürlich wieder zurück, weil wir müssen genau wie hierher. Also haben wir da noch ein Stückchen vor uns. Aber wenn wir denn die Brücke erreicht haben, haben wir vielleicht noch eine Viertelstunde, 20 Minuten. Hier bei den Bäumen sieht man erstmal, wie viel Hochwasser haben. Die stehen normalerweise nicht im Wasser. Vorhin haben wir in so einer Baumgruppe gesehen, sogar einen Hochsitz vom Jäger. Dann hätte er nur mit dem Kanu hingekonnt und Fische schießen. Das ist hier alles überflutet nur. Was für uns sehr schick ist. Es sieht wirklich wunderbar aus. Wir haben unser Ziel erreicht, das ist der Beobachtungsturm, ich glaube Kranichturm heißt der. Und den wollten wir noch mitnehmen. Beobachtungsturm, fliegender Kranich heißt der. Da oben ist ein bisschen voll. Ich weiß nicht, ob ich filmen kann, aber geht erstmal hoch. Da oben irgendwo parken wir. Wir haben jetzt wieder die Treppe hinter uns erreicht, die direkt hoch zum Parkplatz geht. Und so ist die Tour eigentlich vorbei. Ich muss sagen, das war eigentlich seit langem die schönste Tour, die wir gemacht haben. Wir haben traumhaftes Wetter, wenn man bedenkt, dass Februar ist. Ich bin nur im Hemd gelaufen zum Schluss. Kaum Leute gesehen, bis auf jetzt am Deich und beim Aussichtsturm, klar. Aber im Wald, da war so gut wie gar keiner und wirklich eine traumhafte Landschaft. Ja. Also ich werde die Tour auf jeden Fall verlinken von Komoot und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und tschüssi. Tschüss.